06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Yannick Borgmann, unterm Strich ein sehr, sehr verdienter 3:0 Heimsieg gegen Schalke 2. Den habt ihr heute eigentlich, muss man ja so sagen, keine Chance gelassen. Genau, ich glaube, man hat schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir das Spiel klar dominieren und Schalke sich echt weit zurückzieht. Wir haben dann das Tor gemacht, hätten noch ein, zwei mehr schießen können in der ersten Halbzeit, aber haben es dann in der zweiten Halbzeit auch super runtergespielt und im Endeffekt hochverdient gewonnen. Vielleicht noch mit einem Tor mehr oder hätten noch ein Tor mehr machen müssen, aber ich glaube, so können wir rundum zufrieden sein. Es sah alles sehr eindeutig aus, aber trotzdem ist es dann ja auch wichtig, gerade in Halbzeit 1 die Bude zu machen, weil sonst kesseln sie sich immer weiter in einen. Irgendwann wird es schwierig. Genau, irgendwann rutscht immer vielleicht mal einer durch und deswegen war unsere Restverteidigung halt sehr gut. Haben nichts zugelassen und wie gesagt, haben dann vorne das Tor schnell gemacht in der ersten Halbzeit und dann, das hat uns Sicherheit gegeben und dann haben wir über die ganze gesamte Spielzeit nichts mehr zugelassen. Wie war es auch für dich? Du hast gegen Lukas Frenkert gespielt. Ich meine, du kennst ihn ja wahrscheinlich hier, ich glaube sogar aus U23-Zeiten auch noch. Jetzt das erste Mal als Gegenspieler. Ja, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Heute war er nicht so offensiv aktiv, da konnte ich ihn mehr ein bisschen hinten halten und da war ein schönes Duell, hat Spaß gemacht. Jan Dahlke, selbst getroffen, 3:0 gewonnen, rundum zufrieden. Ja, ich denke mal, besseren Abend geht's nicht und auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, war wirklich top. Gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir den Gegner komplett dominiert und das auch super, alles super rausgespielt, hätten noch ein, zwei Tore mehr machen können. Nach der Halbzeit kurz ein bisschen gebraucht. Klar, kleine Fehler gemacht, aber ich denke dann trotzdem souverän und gut runtergespielt. Du sprichst es an, ich meine, Schalke war nicht gut, aber ihr habt es trotzdem auch einfach gut gemacht, das gehört ja auch dazu. Ja, obwohl wir natürlich aufpassen müssen, gleich am Anfang hatten die eine gute Möglichkeit, wo wir halt, wir haben es in der Halbzeit auch angesprochen, die einzigen Chancen, die bekommen, waren über Konter, darauf haben sie auch gelauert und ich denke, bis auf ein, zwei Ausnahmen haben wir das super in den Griff bekommen und haben natürlich auch offensiv uns sehr viele Chancen rausgearbeitet und denke ich auch in der Höhe verdient gewonnen. Und gab heute auch keine Probleme, also sofort aus dem Pokal wieder in den Ligamodus zu schalten, das hat man ja gesehen. Nee, man hat ja auch gesehen, wir haben jetzt ein bisschen rotiert gehabt. Jeder im Kader ist wichtig und die Jungs, wo reingekommen sind, haben auch direkt alles gegeben. Ich glaube, das hat man auch direkt gesehen. Da gab es jetzt irgendwie keinen Abfall von den Leistungen und von daher ist ein gelungener Abend. Sascha Hildmann, man sieht es dir ja schon an, bevor ich überhaupt irgendwas sage. Du bist am Strahlen, 3:0 gewonnen, ich glaube, dann darf man als Trainer auch absolut zufrieden sein. Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ich hatte schon einen gehörigen Respekt heute vor diesem Spiel, muss ich ehrlich zugeben, nach dem Dienstag, nach diesem Erlebnis, dann sich wieder neu aufzubauen. Aber ich glaube, wir haben es echt gut gemacht. Die ganzen, die Rotation, die neuen Spieler, die reingekommen sind, haben ihre Aufgabe sehr gut erledigt. Und ich glaube, wir waren von der ersten bis zur letzten Minute klar das bessere Team und haben einen sehr seriösen Auftritt hingelegt und das Spiel absolut verdient 3:0 gewonnen. Und Schalke kam ja phasenweise gar nicht aus der eigenen Hälfte raus. Also die erste Hälfte hat mich schon daran erinnert, so an so ein Handballspiel, alle um den Kreis und wir außen rum. Hatten so unfassbar viel Ballbesitz. Ich war etwas überrascht, bin ich ehrlich. Normal so zweite Mannschaften, die kommen dann schon mal. Sie waren sehr defensiv, also natürlich hättest du da schon ein oder andere Tor mehr schießen können. Freitagabend, Heimsieg, mit den Zuschauern hinterher gefeiert. Jetzt kann man ins Wochenende starten. Ja, super, ich freue mich total. Die Jungs haben jetzt echt einmal eine Pause verdient. 5.000 Zuschauer heute wieder da gewesen. Ich glaube, das macht richtig Fun und richtig Spaß. Und ich hoffe, die kommen am nächsten Freitag wieder. Und dann hoffe ich auf den nächsten Sieg.